Schmierereien mit linken Symbolen und Sprüchen oder Hakenkreuzschmierereien aus dem rechten Spektrum haben eins gemeinsam. Sie werden von der Polizei als politisch motivierte Kriminalität eingestuft. Die aktuellen Zahlen wurden jetzt vorgestellt und zeigen, die Delikte sind deutlich zurückgegangen. Während es 2017 noch 2.331 Fälle politisch motivierter Straftaten gab, waren es im vergangenen Jahr noch 1.846 Fälle, von denen etwa die Hälfte aufgeklärt werden konnte. 20% weniger Straftaten in dem Bereich. Wir haben eine gute Aufklärungsquote, die um 10% nahezu gestiegen ist. Aber jede Straftat ist eine zu viel und uns beschäftigt gerade die Gewaltkriminalität im Bereich rechts. Tatsächlich liegt die Zahl der Gewalttaten von rechts fast viermal höher als jene von links, weshalb gerade aus dem linken politischen Raum mehr Engagement gefordert wird. Wir wissen als aktuelle Entwicklung, dass in einem besonders hohen Maße Kinder und Jugendliche Betroffener solcher Gewalt sind. Und das zeigt, Sachsen-Anhalt hat ein Problem mit enthemmter rechter Gewalt, die auch zunehmend brutaler wird. Kein Widerspruch gibt es hier vom Minister, der im Kampf gegen Gewalt allerdings alle in der Pflicht sieht. Es ist am Ende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es muss klar kommuniziert werden, bereits in den Kindergärten und Schulen, dass Vielfalt auch Gewinn ist und dass man anders aussehende Menschen nicht mit Gewalt begegnet. Das muss sich einfach in den Köpfen festsetzen. Bei Sachbeschädigungen liegen links und rechts mit 251 und 306 Fällen nicht so weit auseinander. Und doch ist Kriminalität von rechts ein deutlich größeres Problem, zählt man die sogenannten Propagandadelikte hinzu. Dazu zählt zum Beispiel das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole. Und noch eine Erkenntnis brachte die Vorstellung der aktuellen Zahlen. Viele politisch motivierte Straftaten von links und rechts passieren in den Großstädten und zunehmend im Umfeld von Demonstrationen und Aufzügen. Dort, wo beide Lager direkt aufeinandertreffen.